Guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz Zittau wird von einem Skandal erschüttert. Wir waren für Sie vor Ort. Alles scheint ruhig zu sein. Aber unter der Oberfläche brodelt es. Jahrelang führten Stella und Stanley Kowalski ein ruhiges und harmonisches Leben. Doch mit einem Schlag ist alles anders. Stellas Schwester Blanche Dubois kommt zu Besuch. Hinterlistig provoziert sie Stanley bis aufs Blut. Aber er beginnt in ihrer dunklen Vergangenheit nach Schmutz zu wühlen. Und er wird fündig. Doch wie steht ihre Schwester Stella dazu? Kann ihre Ehe diese Spannung aushalten? Unsere Reporter waren heute live vor Ort und haben mit den Einwohnern der Stadt persönlich über die Vorkommnisse gesprochen. Frau Cibulski. Frau Cibulski, kennen Sie die Kowalskis gut? Die Kowalskis, das ist ein Skandal, sag ich Ihnen. So ein nettes, junges Paar, das hätte ich nie gedacht, dass denen sowas passiert. So freundlich, immer sympathisch, immer nett. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Stella schwanger ist. Sie ist schwanger, wissen Sie das genau? Na, aber sicher. Und was der Stanley über seine Schwägerin, über die Blanche rausgefunden hat, ich sag's Ihnen. Eine Schlampe ist es, eine Schlampe. Mit allen Kerlen hat sie es getrieben, was sag ich? Mit Hundertschaften von der ganzen Armee. Vielen Dank. Wir sind jetzt live verbunden mit dem Sprecher der Polizei in Zittau, Herrn Polizeihauptmeister Müller-Thurgau. Guten Tag, ja. Also... Ich höre zu. Könnten Sie bitte diese Frage wiederholen? Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo, könnten Sie bitte diese Frage wiederholen? Nach unseren Quellen läuft es anscheinend auf Blanche Dubois hinaus. Frau Dubois... Nun ja, Herr Kowalski ist ein angesehener Bürger unserer Stadt und er leistet hier sehr gute Arbeit. Aber was ich sagen will, Herr Kowalski ist schließlich Pole und Sie wissen ja, was man so über die Polen sagt. Ach ja? Also ich habe da jetzt überhaupt gar keine Vorurteile, aber er ist ja eher einfach gestrickt und seine Schwägerin ist ja schließlich nur eine Frau. Also das war jetzt nicht sexistisch gemeint. Ich stehe hier direkt in Zittau, im Zentrum, im Herzstück der Stadt, mit einem besorgten Bürger, Herrn Büchner. Herr Büchner, was sagen Sie denn zu der Schwester? Schwester? Blanche Dubois. Komme ich jetzt ins Fernsehen? Vielen Dank. Ich gebe zurück ins Studio. Nun zu den Nachrichten aus Tschechien. Nějaký neznámý číslo. Když se snažím vzít, tak to prostě hned típne. Jste normální, pak zavolám zpátky a ozve se mi nějaký idiot, že zítra nastupuju do televize. Cože? Co to je za sračku? To nemůžete prostě dělat. Uklidněte se starý tím, já nejsem novinář a já si jdu hrabat na své skládce. Čau. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Erfahren Sie die neuesten Nachrichten. Bleiben Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie wieder ein bei der nächsten Ausgabe von Dreiländer Breaking News.